104 von Antonin Dvořák. Art hat seine Mutter beerdigt. Deine Großmutter? Er tut mir nicht mal leid. Nicht mal das. Soll ich wieder gehen? Quatsch. Keine Großmutter, die ihm Schokolade zugesteckt hat. Es war so eine alte Dame, vor der man immer Angst hat. Verstehst du? Es gibt also Leute, mit denen kannst du dich einfach nicht unterhalten. Es geht nicht. Du sagst was und sie geben dir eine Zensur drauf. Das hat er von ihr geerbt. Sowas hätte ich wahnsinnig gern gemacht. Aber für ihn hört die Musik im 19. Jahrhundert auf. Ja, ihn. Du sagst nie Vater. Hast du das schon mal gemerkt? Für sowas hier musst du locker sein. Nicht so interessierter Affe wie ich. Klingt doch aber gut. Ich spiele Noten. Ganz ordentliche Noten. Musik nach dem Metronom. Ordentlich, sauber, brav und fleißig. Du sitzt hier so im Dunkeln. Entschuldige, Willi, es ging nicht früher. Die Übertragung. Schon gut. Übrigens bei der Absage. Du hättest erwähnen müssen, dass Dvořák dieses Werk in Amerika geschrieben hat. Das habe ich gesagt am Anfang im Vorspann. Tut mir leid, Willi, aber du selbst hast gesagt, dass du allein hingehen möchtest. Das war auch gut so. Jetzt mache ich mir Vorwürfe. Ich sehe doch. Was siehst du? Dass es dir nicht gut geht. Es war ein langer Tag. Auf dem Flur liegt ein Brief für Gunther. Die Einladung zum Tschaikowski-Wettbewerb. Er hat den Umschlag nicht mal geöffnet. Er wird es schon wissen. Natürlich weiß er es schon. Trotzdem. Tschaikowski-Wettbewerb. Ist Gunther da? Er ist auf seinem Zimmer mit diesem Mädchen. Saskia. Er glaubt, ich weiß es nicht. Wie ein Dieb bewegt er sich durchs Haus. Komm, morgen ist ein neuer Tag. Carla? Ich brauche dich sehr. Ich weiß, was du sagen willst. Du willst sagen, dass du davon manchmal nichts spürst. Zum Beispiel jetzt. Aber es ist die Wahrheit. Lasker. Na, lässt du mich eintreten? Natürlich, ja. Wie? Später. Erst einmal sei gegrüßt, alter Freund. Ich bin nicht vorbereitet, Fred. Ich bin mitten bei der Arbeit. Du musst schon entschuldigen. Hier also. Es mutet an wie ein Versteck, richtig? Es ist mein Arbeitsplatz, Fred. Und hier bleibe ich. Da kann kommen, was will. Hier bleibe ich. Und ich bin froh darüber. Na, dann ist ja alles in Ordnung.
Die Kollegen hatten mir erzählt, wo du steckst. Ich wollte es ja erst nicht glauben. Naja. Ich fühle mich gut, Fred. Wirklich. Es hat auch lange genug gedauert. Was? Was hat lange genug gedauert? Zu begreifen, dass Musik nicht alles im Leben ist. Aha. Und was gibt's denn noch so im Leben? Fred. Nicht wieder alles von vorn. Bitte. Sehr gut, Willi. Sehr gut. Nur noch eine Frage. Weiß man in dieser noblen Musikschule eigentlich, dass niemand anders in diesem muffigen Keller steckt und die Instrumente in Schuss hält, als Willi Proll? Ehemals Cellist und auf dem besten Wege, ein Virtuose zu werden? Fred, ich habe dir eine Frage gestellt. Es gibt nichts Größeres als Musik. Nichts Erhabeneres. Musik... Vorsicht! Du widersprichst dir. Ist alles. Alles. Aber ich habe zu große Achtung vor ihr, als dass ich... Was? Ein Cellokonzert sollte nicht jemand spielen, der Mühe hat, seine linke Hand zu beherrschen. So einfach. So einfach? Gelenkrheumatismus ist nicht Sache der Kunst, sondern Sache der Ärzte. Das klingt wie ein Spruch für eine besondere Gelegenheit. Nimm's, wie du willst. Meine Hand ist das egal. Und dir? Willi, verdammt nochmal, übertölpel doch die Ärzte. Beweis ihnen doch das Gegenteil. Zum Teufel mit dieser ganzen Quacksalberei. Beethoven war taub und komponierte. Blinde schreiben Gedichte über die Sonne, die sie nie gesehen haben. Es liegt doch an dir, Willi. Und zwar nur an dir. Ich bin nicht Beethoven. Und ich bin auch nicht blind. Was ich habe, sind Schmerzen. Ob ich die nur will oder nicht. Weshalb ich gekommen bin. Ich baue ein Quartett auf und mir fehlt ein Mann, der musiziert. Verstehst du? Nicht einer, der Noten vom Blatt spielt. Nein. Einer, der die Musik liebt, der ohne sie nicht mehr leben kann. Den suche ich. Mensch, Willi, wach doch auf! Das ist doch kein Arbeitsplatz, verdammt nochmal, das ist eine Gruft! Zieh dich doch mal um! Du lebst doch überhaupt nicht mehr! Du hast dich lebendig begraben in dieser miesen, engen, stickigen Kammer. Willi! Man muss seine Grenzen kennen. Schöne Grüße von Mainz. Bert Mainz. Aha. Stell dir vor, seine vierte Ehe ist geschieden. Die vierte. Und jede Frau in einer anderen Stadt. Und jetzt ist er wieder hier. Lustig, wa? War der nicht auch mal scharf auf dich? Kann man das so sagen? Man kann alles sagen. Entschuldige mich. Ich habe noch zu tun. Warte, Gunther, ich will mit dir reden. So, Großhand, für dich wird's auch Zeit. Los, abwaschen. Wenn Gunther... Ja. Ich komme ja noch. Gute Nacht, Sam. Ordentlich Zähne putzen, ja? Saskia hat mich heute angerufen. Und? Warum?
Wir haben uns verabredet und getroffen heute Nachmittag. Ihr bekommt ein Kind. Saskia ist schwanger von dir. Steht das fest? Was? Dass sie schwanger ist. Das steht fest. Und dass es von mir ist. Damit wir uns richtig verstehen, mich erschreckt nicht, dass ein gerade mal 18-jähriges Mädchen schwanger wird. Und mich erschreckt auch nicht, dass mein Sohn zugegebenermaßen sehr früh Vater wird. Ich frage mich, warum Saskia zu mir kommt und mir erzählt, dass sie Angst hat, mit dir darüber zu sprechen. Was willst du denn hören? Ich weiß es auch nicht. Gunther, haben wir nicht immer über alles gesprochen? Die Sorgen, den Ärger, die Erfolge, deine Musik. Einfach über alles. Das ist lange her. Was willst du damit sagen? Jetzt noch ein Kind. Was heißt das, jetzt noch? Siehst du denn nicht, was hier los ist? Dass sie jeder bloß noch seins macht? Er sitzt in seinem Zimmer und trauert seiner Vergangenheit. Vater ist krank. Das sagst du. Das sagen die Ärzte. Und ich? Ich bin die Hoffnung. Seine Hoffnung. Wenn es mit mir nicht klappt, ist er noch hagender. Ihr habt ja vorgesorgt. Wir haben nicht vorgesorgt. Wir haben euch gewollt, wir haben Kinder gewollt. Wir waren glücklich, als ich nach Hause kam und deinem Vater sagte, es stimmt, ich bin schwanger. Das war bei dir so und das war bei Hagen so. Wir waren glücklich. Und noch eins, du magst in deinem Beruf alles erreichen. Dein Name wird in den Zeitungen stehen, man wird dich feiern. Jeder Ton, den du spielst, wird bejubelt, aber das Größte und Schönste, das es gibt im Leben, ist ein Kind zu haben. Du bist ehrgeizig, wahnsinnig ehrgeizig. Aber glaub mir, mein Junge, das ist so. So ein kleiner, neuer Mensch. Ich will kein Kind. Wenn Vater das erfährt. Er darf es nicht erfahren. Noch nicht. Vielleicht bin ich schwierig, wie man so sagt. Ich liebe dich. Ich wollte nur sagen, wenn du fortgehst, warte, Carla, warte. Nichts ist unendlich. Ohne dich würde ich nicht weiterleben. Das sollst du wissen. Entscheidende Konzert vor dem Wettbewerb. Das Orchester jung, manchmal etwas schroff, aber gut.
aber Spielfreude. Nur Gunther Preuß spielt nicht im Tempo. Unpräzise Einsätze. Keine dynamische Gestaltung. Willi! Sowas geht nicht, Carla, das geht einfach nicht. Es ist ganz leicht, ob du in einem Saal vor 3000 Leuten spielst oder vor 30. Die Musik bleibt dieselbe. Und sie hat ein Recht darauf. Sie hat ein Recht auf ihre eigene Qualität. Ganz leicht, wer sie spielt. Nur geschlundert werden darf nicht. Und heute Abend, das war geschlundert. Ich sag immer wieder, du fährst zu schnell. Dein zukünftiger. Heute hast du dir bereits ein Stück davon verdient. Du kommst spät. Du schläfst noch nicht. Ich denke nach und komme zu keinem Ende. Übrigens soll ich dich wieder von Mainz grüßen. Er will dich unbedingt sehen. So? Und warum? Warum, warum? Schließlich kennt ihr euch ein halbes Leben. Er will dich sehen, einfach so. Kein Haus, kein Auto, lebt in seinem Zimmer, fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und am Wochenende raus zum Kanal und zeigt den Kindern, wie man Papierschiffchen baut. Und wenn es ihm einfällt, nimmt er einen Tag Urlaub, fliegt nach Prag, trinkt ein Glas Schwarzbier und kommt abends zurück. Und er ist so alt wie wir. Ich mag aber kein Schwarzbier. Und Papierschiffe konnte ich noch nie bauen. Und Prag ist dir viel zu weit. Viel zu weit. Du beneidest ihn. Ich weiß nicht. Ich habe drüber nachgedacht. Prag, Papierschiffe, möbliertes Zimmer, kein Auto, natürlich nicht. Ich kenne Mainz lange genug.
ist ein netter Kerl. Ja, nett. Aber völlig ohne Pflichtgefühl. Pflicht? Ist denn das Leben eine Pflicht? Was sonst, Carla? Eine schöne Pflicht. Das ist das Leben. Ich gehe fort. Gunther, ich bin schon spät dran. Es ist ein schlechter Moment für Witze. Es ist kein Witz. Ich gehe. Und wohin? Ich weiß noch nicht. Irgendwohin. Gunther, wir können heute Abend reden. In Ruhe. Jetzt. Heute Abend bin ich nicht mehr da. Was ist los? Verdammt, sie soll sich das Kind wegmachen lassen. Dafür gibt's doch Gesetze. Das wird jeden Tag gemacht. Du liebst sie also nicht. Ich will kein Kind. Und deshalb willst du weg von zu Hause? Zu Hause. Das klingt wie Vater, Mutter, Kind. Das ist es auch. Aber für mich nicht mehr. Wenn du willst, rede ich mit Saskia. Oder wir reden zu dritt. Oder ich spreche mit ihren Eltern. Nur nicht mit Vater. Meinetwegen auch mit Vater. Und dann? Und dann musst du nur noch zusehen, dass du schnell ein paar Arzttropfen bekommst. Sieh dir doch an, was er mit Hagen macht. Die gleiche Dressur. Gunther, du bist doch alt genug. Du weißt doch, dass Vater, ich meine, dass er ein Problem hat. Vielleicht sogar eine Krise, eine ernsthafte. Ich kenne Vater nur in ernsthaften Krisen. Nein, das ist nicht wahr! Natürlich ist es wahr! Er braucht dir doch sogar seine Krisen. Wo andere die Dinge so sehen, wie sie sind, macht er ein Problem draus. Still, Vater übt. Geht leise durchs Haus, Vater muss sich vorbereiten. Hört auf rumzuturben, Vater ist müde. Das sind deine Sätze, Mutter, ich hab sie alle im Ohr. Vater hat's immer schwer. Und du und ich? Hast du's denn einfach? Wer schmeißt denn den ganzen Haushalt, Beruf, Wäsche, Hagen und? Das bist du doch. Nicht er. Ich hab ja von solchen Dingen keine Ahnung. Aber ich glaube, du weißt das alles. Aber ich sehe die Dinge anders. Du siehst die Dinge anders. Gut. Ich sehe sie so. Und ich denke, dass ich damit recht habe. Und ich denke weiter, dass ihr letzten Endes sehr gut über euch selbst Bescheid wisst, du und Vater. Ich meine, das sind doch alles keine Neuigkeiten für dich. Aber ihr redet nicht darüber. Stattdessen höre ich seit 10 Jahren, wie schwer es mein Vater hat. Da lebe ich dazu eine opferwillige Frau, die alles versteht, alles duldet. Immer da ist. Die ganze Vorstellung ist auch noch Liebe. Nimm es nicht als Arroganz, Gunther. Aber was verstehst du davon? Von Liebe? Ich nehme es nicht als Arroganz. Von Liebe verstehe ich gar nichts. Und weißt du warum? Weil ich einfach keine Ahnung habe. Ganz einfach keine Ahnung. Ich weiß, was Adagio heißt und ich kenne das halbe Köchelverzeichnis auswendig. Aber ich weiß nicht, ob ich jemanden liebe. Ich bin ein fleißiger, talentierter Musikschüler, dem die Musik mittlerweile zum Hals raushängt, weil er immer nur Musik gekriegt hat. Das ist wie, wenn einer immer nur Schlagsahne zu essen bekommt. Ich muss vor lauter Musik kotzen. Ihr Junge, wo ist er? Gunther? Ja, in der Schule ist er nicht. Und zu Hause ist er auch nicht. Die Klasse wartet. Die Probe kann nicht anfangen. Wissen Sie etwas? Nichts. Ich weiß nichts. Heute Abend. Junge Musiker im Schauspielhaus. Irgendjemand hat gesagt, dass er da auch nicht hinkommen will. Was ist denn plötzlich in den Jungen gefahren? Sagen Sie es mir. Ich weiß nichts. Ich weiß es nicht. Herr Proll, so von heute auf morgen, da muss doch irgendetwas sein. Der Junge hat Talent, das wissen Sie genauso gut wie ich. Aber ich kann ihm nicht das Gefühl geben, dass er sich alles erlauben darf. Das geht nicht. Natürlich nicht. Der Tschaikowski-Wettbewerb. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Wenn du heute Abend das Konzert schmeißt, Herr Proll, da seien Sie mir nicht böse, aber dann muss ich die Nominierung zurückziehen. Natürlich. Keine Sorge, so weit wird's nicht kommen. Der Junge wird sich bis heute Abend besinnen. Aber Sie müssen mit ihm reden. Da muss irgendetwas sein. Es ist meine Schuld, Willi. Deine und meine Schuld. Der Junge hat alles. Talent, Erfolg. Er hat ein Zuhause, Eltern, die ihn lieben. Er hat eine Zukunft, um den der eigene Vater beneidet. Er hat alles. Alles. Das ist es nicht, Willi. Und weißt du, was die Wahrheit ist? Was sich eben jetzt herausstellt. Er hat zu viel. Von allem hat er zu viel. Nur eins, das hat er gar nicht. Charakter. Ich rede nicht von Dankbarkeit. Ich rede von Charakter. Zu einem Konzert nicht zu erscheinen. Die Einladung zum Tschaikowski-Wettbewerb wird nicht mal gelesen. Natürlich hat der Junge Charakter. Aber eben einen schwierigen. Und das ist unsere Schuld, Willi. Wir kennen ihn nicht. Wir haben ein Bild von ihm. Und plötzlich tut er was, was nicht in dieses Bild passt. Aber es passt zu ihm, zu seinem Charakter. Und wir sind enttäuscht. Wir stehen da und fühlen uns betrogen. Betrogen. Ja, Carla. Das ist das richtige Wort. Betrogen. Er hat uns alle betrogen. Und wenn es nun viel einfacher ist. Nicht Gunther hat uns betrogen, sondern wir uns selbst. Carla! Ich bin noch nicht fertig, Willi. Die Sache geht weiter. Du sagst, der Junge hat Eltern, die ihn lieben. Ja, das stimmt. Wir lieben unsere Kinder. Wir sind stolz auf sie, sehr stolz. Sie können etwas, wovor wir Achtung haben. Und sie sind talentiert und sie machen was aus ihrem Talent. Aber das braucht Zeit, Willi, sehr viel Zeit. Und der Tag hat nur 24 Stunden und das Jahr nur 12 Monate. Und wie viele Jahre hat eine Jugend? Was meinst du, Carla? Ich meine, ob nicht wir selbst es sind, die hier lügen. Die Welt besteht nicht aus Noten, das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Und das Leben besteht nicht nur aus Musik. Das Leben besteht aus Liebe, aus Freundschaft, aus Hitze, Kälte, Wasser, aus Tränen, Lachen. Ja, und? Haben wir das je geleugnet? Du? Ich? Natürlich haben wir das nicht geleugnet! Siehst du, ich weiß sehr gut, was du meinst. Du willst sagen, wir haben unseren Kindern das Leben, das Eigentliche, vorenthalten. Wir haben sie zu etwas gezwungen, auf etwas getrimmt, einseitig. Ja, genau so ist das. Und es wäre schlimm, wenn es anders wäre. Sieh mal, Carla. Man muss das höchste Ziel erreichen wollen. Ganz gleich, um welche Sache es geht. Man muss das Größte wollen. Alles andere hat keinen Sinn. An den Start zu gehen mit der Absicht, Dritter zu werden. Was soll das? Man muss siegen wollen. Ob es gelingt, ist eine andere Frage. Aber man muss es wollen. Und damit meine ich nicht die Musik. Ich meine alles. Ganz gleich, was du tust. Es muss dein Wille sein, auf deinem Gebiet der König zu sein. Und das gelingt nur, indem du dich konzentrierst. Indem du, ja, einseitig bist. Da bleibt natürlich keine Zeit für eine Stippvisite nach Prag. Ich schwätze meinen Kaffee in Cognac. Das magst du vielleicht bedauern. Ich halte es für ein großes Glück. Und entweder man ist bereit, so zu leben. Oder nicht. Erklärung. Ich war spazieren. Wenn du glaubst, du kannst es ein bisschen später. Das sage ich dir. Wenn du glaubst, du kannst hier machen, was du willst. Wenn du glaubst, dein Vater lässt sich behandeln wie ein Stück Dreck. Hau ab. Verstehst
Schwindler. Günther! Lass ihn doch! Ich muss dir was sagen, Willi. Gunther wird Vater. Gunther und Saskia werden ein Kind haben. Der Junge ist 17, das ist früh, sehr früh. Aber es ist so. Zeit. Ich habe es gewusst. Und ich hatte Angst, es dir zu sagen. Angst? Ja. Du hast mich belogen. Ihr habt mich belogen. Ihr gemeinsam. Und das hat dir keine Angst bereitet. Ich frage nur. Willi. Für den Jungen ist damit alles aus, das weißt du, ja? Gunther und Vater. Ein Kind, für das er verantwortlich ist. Sein Kind. Ja, weißt du, was das bedeutet? Das heißt Sorgen. Geschrei in der Nacht, am Tag, immer. Das heißt, der Junge kann nicht arbeiten. Er kann nicht üben. Das heißt, Ende der Karriere. Das heißt es. Was, das kann es heißen? Kann. So wird es sein. Und wenn es so ist? Ja, dann. Ja, was dann, Willi? Sag es mir. Wir haben viel versäumt. Wir haben immer geglaubt, das Richtige zu tun. Und weißt du, was unser Fehler war? Ich habe lange drüber nachgedacht. Wir haben etwas vertauscht. Die Mittel und den Zweck. Wir haben Gunther alles geboten. Vor allem ein Zuhause. Aber das war unsere Pflicht. Wir sind seine Eltern. Wir haben kein Recht dafür, Dankbarkeit zu fordern. Wir sind verpflichtet, Wärme zu geben. Aber wir haben etwas gefordert. Dankbarkeit, Erfolg, was weiß ich. Und nun ist der Junge nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Und wir erschrecken? Aber Willi, das ist doch unsere eigene Schuld. Alaska? Ja, wer spricht dort? Proll. Willi Proll. Ach, Sie. Ich möchte Fred sprechen. Fred ist nicht es da. Es ist sehr dringend. Soll ich ihm was ausrichten? Nein, nein, nein. Ich muss ihn schon selbst sprechen. Wann kommt er wieder? Hallo. Frau Laska. Hören Sie? Hallo. Ja, ja, ich höre. Wann kommt er wieder? Herr Proll, Fred hat ein Angebot aus Wien. Sie verstehen? Wir werden umziehen, wissen Sie? Es kam ganz überraschend. Fred hat lange überlegt, aber Wien, Sie verstehen. Und warum? Er hat mich doch... Er wollte doch ein Quartett gründen. Wir wollten zusammen Musik machen. Er hat mich doch gefragt. Wir wollten zusammen Musik machen. Warum? Bist du wohl?
Danke für euch. Und für Bert besonders. Danke. Du ziehst durch die Welt, lässt den lieben Gott der guten Mann sein, kommst, gehst. Dabei kannst du doch viel mehr, oder? Was meinst du damit? Du sitzt hinter deiner Technik, hältst für die Ewigkeit fest, was andere von sich geben. Andere. Dabei spielst du doch selbst. Ist das schlecht? Nein, es ist nicht schlecht, gewiss nicht. Nur... Du, ich bin ein sehr guter zweiter Mann, falls du das hören möchtest. Und das reicht dir? Wofür? Na, zum Leben. Große Worte. Das Leben. Wie alt bist du, Carla? Hast immer noch nicht begriffen, dass der Himmel auch nur aus Wolken gemacht ist? Ach, Bert, komm, erzähl du mir doch nichts von Genügsamkeit. Aber es ist doch so. Mit 20 tust du, was du willst, mit 30, was du sollst und ab 40 nur noch das, was du kannst. Ich bin 53. Mhm. Und mit 20 wolltest du die Welt aus den Angeln heben. Ja, aber das sag ich doch gerade. Bloß die war mir zu schwer. Und da habe ich mir fast einen Bruch gehoben. Und jetzt lasse ich sie lieber in Ruhe und kümmere mich um mich selber. Ich weiß nicht, was heute in dich gefahren ist. Ich meine nur, du wirst mich nicht dazu verführen, dass ich mein Leben bedauere. Ich kenne mein Leben ziemlich genau. Ging mitunter sehr seltsam und ziemlich chaotisch zu. Beantworte mir nur eine Frage. Bist du bequem geworden, ja oder nein? Carla. Hast du Chancen verpasst, vertan? Ja, sicher. Hast du im Leben immer das Größte gewollt, verstehst du immer? Das ist jetzt die dritte Frage. Antworte. Zu werden. Das ist bestenfalls komisch. Ach, Willi. Was hat sie ihm denn gebracht, diese Maßlosigkeit? Erfolg? Glück? Einen Schonplatz an der Musikschule. Je älter man wird, Carla, desto deutlicher werden die Grenzen. Die objektiven wie die subjektiven. Man kann dagegen anrennen wie ein dummes Kind. Unbelehrbar und trotzig. Und du kannst dir daran, darauf auch noch was einbilden und das Ganze noch betiteln als Berufsethos oder Idealismus, aber das ist dann schon nicht mal mehr komisch. Und was schlägst du vor? Sich zufrieden geben mit dem, was man kann, auch wenn es gerade mal so dem eigenen Anspruch genügt? Du, ich schlage gar nichts vor. Ich wollte eigentlich mit dir und Willi diese Flasche Wein trinken. Stattdessen muss ich mich dauernd für etwas entschuldigen, was ich im Leben nicht getan habe. Frag mich doch bitte mal, was ich getan habe. Was hast du getan? Carla, bitte lass uns das Thema wechseln. Ich verstehe ohnehin nicht, woher dich oder aus welchem Grunde du plötzlich solchen Ehrgeiz entwickelst.
glaub mir, du. Außer Musik gibt es noch viele andere schöne Dinge auf dieser Welt. Warum lachst du denn jetzt? Es ist so. Ich muss an ein Gespräch mit Willi denken. Da habe ich das gesagt, was du jetzt sagst. Na bitte. Naja. Aber jetzt sind mir Zweifel gekommen. Und nun will ich wissen, wer recht hat, verstehst du? Du sagst, wir werden älter, die Grenzen werden deutlicher, das fühle ich auch. Und deshalb ist plötzlich dieser Zweifel da. Vielleicht war alles falsch, vielleicht war es richtig. Sag jetzt nicht, die Wahrheit liegt in der Mitte. Du lebst dein Leben, Willi lebt seins. Ihr seid wie Feuer und Wasser. Ich beneide euch um eure Ruhe, eure Sicherheit. Ich beneide euch um die Haut, die euch gewachsen ist und keinen Zweifel durchlässt. Ich meine das nicht ironisch. Ihr ruht in euch, ihr seid fest. Und ich stehe da mit meinen über 40 Jahren und komme mir vor, als wäre ich gerade aus der Schule entlassen. Das ist doch schön. Nein, das ist nicht schön. Weil das Leben nicht unendlich ist und weil ich merke, dass die Zeit knapp wird, um rauszukriegen, wozu ich eigentlich hier war. Um zwei Kinder zur Welt zu bringen, um einen Haushalt zu führen, im Rundfunk 20 Jahre lang Konzerte anzusagen. Du, das Leben lässt sich nicht aufrechnen, Carla. Woher diesen Hang zur Übersicht? Nimm doch beispielsweise mal Mozart. Wollte er berühmt werden? Wollte er ein langes, stilles Leben in Fleiß und Ordnung? Niemand weiß das. Der hat einfach Musik gemacht und gelebt. Der hat gelebt und gearbeitet. Das ist die ganze Wahrheit. Habt ihr übrigens das schöne Konzert, das GEMA-Konzert? Danach wären wir jetzt... Ich seh nach. Willi, wir sind hier nebenan und du... Warum, Willi? Wie Mozart wirklich war, das weißt du nicht, Bert. Er war ein geniales Schmuddelkind. Ganz einfach. Er hat gehurt, gesoffen und komponiert. Ihr seid euch also sehr ähnlich, du und Mozart. Jedenfalls, was die beiden ersten Dinge betrifft. Wo ist Gunther? Ich weiß es nicht. Wo ist Gunther? Ich weiß es nicht. Und das interessiert mich auch nicht. Willi. Es interessiert mich nicht. Willi, ich kann so nicht mehr. Ich auch nicht. Ich weiß, dass du schwer hast, sehr schwer. Und ich weiß auch, dass es dir nicht gut geht. Mir geht es ausgezeichnet. Dann tu was, tu endlich was! Wann ist er aus dem Haus? Ist er bei Saskia? Wo ich weiß auch, Willi! Gar nichts mehr. Gar nichts. Carla, es muss anders werden. Alles wird anders, ganz anders. Glaub es mir. Es wird gut, Carla. Gut wird es. Es wird gut. Thank you.
Ja? Gunther hat Angst, mit ihm zu sprechen. Er wohnt jetzt bei mir. Aha. Wir wollen das Kind. Du willst das Kind, stimmt's? Wir, Herr Proll. Es ist nicht so, wie Sie denken. Ja? Herr Proll, es ist so... Ja? Wie ist es denn? Er sagt, du bist im Vertrauen. Du hast dir einen Taugenichts geangelt. Du hast einen zum Mann, der älter ist als sein eigener Vater, weil er nichts mehr will. Ach ja, außer einem Kind, das er will. Glückwunsch. Sagst du es ihm nicht einfach? Was um Himmels Willen soll ich ihm denn sagen? Dass du so nicht leben kannst. Ganz einfach. Ganz einfach. Meinst du nicht, dass man die Werte, auf denen eine Partnerschaft beruht, ständig neu überprüfen muss? Eine Ehe ist doch kein Auto, das man regelmäßig zur Durchsicht bringt. Bert, entschuldige, aber du redest von Dingen, die du überhaupt nicht verstehst. Wie lange warst du denn jeweils verheiratet? 2 Jahre? 3? 4. Na bitte. Na und, was beweist das? Meine Oberflächlichkeit oder meinen unsteten Lebenswandel? Nein, natürlich nicht. Es beweist natürlich deine Kompromisslosigkeit. Es beweist, dass du deinen Leitspruch beherzigt hast und die Werte, auf denen sich eine Partnerschaft gründet, regelmäßig überprüft hast. Und das Ergebnis ist jedes Mal negativ ausgefallen. Und so hast du es auf nicht weniger als 4 Ehen gebracht. Du hast deine Ironie mal weggedacht, aber genauso ist es gewesen. Alle Achtung. Vor wem? Vor deiner Konsequenz. Und vor den Frauen, die sie getragen haben. Es ist doch ganz einfach so, Carla. Ihr fangt an, euch weh zu tun. Und das, was du immer noch für Streit hältst, ist in Wirklichkeit längst ein Kampf geworden. Und Kämpfer haben am Ende immer Verlierer und Gewinner. Ach, Bert, du siehst das so... Du siehst das so überspitzt. Ja, ich sehe das so, weil ich ja Willi nie geliebt habe. Und ihn vermutlich auch nie lieben werde. Eben. Und das macht den Unterschied. Willi Proll ist mein Mann, weil ich nie einen anderen haben wollte. Ich weiß, dass es schwer hat, weil er zu den Leuten gehört, die alles und jedes trifft. Er hat keine zweite Haut. Und er hat nur ein Leben, wie wir alle. Er ist nicht in der Lage, sich zu engagieren. Er kann nicht aufgeben, verstehst du? Er kann sich nicht einordnen. Und das, wovor er sich berufen fühlte, ist ihm missglückt. Einer simplen Krankheit wegen, sinnlos wie jede Krankheit. Er hat es nicht verstanden, sich damit abzufinden, was nicht zu ändern war. Na, und? Ist das Schwäche? Gut, das ist das Kapitel Willi Proll. Und jetzt schlagen wir die Seite mal um und da steht Carla Proll. Und was gibt es dazu zu sagen? Nicht viel, Bert. Eine Frau, die über 40 ist und im Moment nicht weiter weiß. Nein, nein, nein. Eine Frau, die Mitleid mit Liebe verwechselt. Eine Frau, die verlernt hat zu sagen, ich. So siehst du mich. Geh nach Hause. Komm zu mir. Das wolltest du doch sagen, hä? Vor ein paar Jahren vielleicht. Vielleicht auch noch vor 5 Minuten. Dann lade ich mich eben jetzt bei dir ein. Warum solltest du? Warum solltest du ablehnen? Gut, gehen wir. Siehst du? Weil du ein hoffnungsloser Egoist bist, der die Krise einer guten Freundin schamlos ausnutzen würde. Du tust mir leid, Carla. Und du, Bert Mainz, verstehst nichts. Man wirft nicht sein halbes Leben fort und die Jahre mit Willi sind mein halbes Leben. Man geht nicht auf und davon, weil... Weil es eben im Moment mal nicht ganz so gut läuft. Vor allem, weil es ja viel einfacher ist, alles so zu lassen, wie es ist. Weil man sich eigentlich schon längst damit abgefunden hat. Das Leben ist halt schwierig. Weil es einer Katastrophe gleich käme, etwas Unerwartetes zu tun. Weil die Dinge ihre Ordnung haben. Das Haus, die Kinder, der Urlaub, die Arbeit, der Mann. Und der Mensch braucht ja auch eine Ordnung. Bloß nicht aus der Rolle fallen.
Macht der Gewohnheit. Mein Gott, wenn du wüsstest, wie ich diese Macht hasse. Der Mensch gewöhnt sich nämlich an alles. Er gewöhnt sich an den Erfolg, an das Glück, an die Kleinmut, an die Angst, an die Ängstlichkeit. Er gewöhnt sich an die Feigheit und die müden Erklärungen dafür, an das Versagen und die Reue danach. Der Mensch gewöhnt sich an alles. An all diese miesen Sachen, die das Leben auch bereithält. Und ganz furchtbar ist es, wenn jemand das auch noch als Liebe bezeichnet. Nam Carla. Ich werde für eine Zeit fortgehen. Willst du dich nicht ausziehen? Ich weiß noch nicht, für wie lange, aber ich möchte, dass du es verstehst. Ich bin nicht geübt in solchen Sachen. Ich auch nicht. Dann haben wir immerhin noch etwas, was uns eint. Wir haben noch mehr, was uns eint, Willi. Noch. Wahrscheinlich müsste ich jetzt fragen, warum du trotzdem fortgehen willst. Ich weiß, es klingt paradox. Jeder hat sein Leben, Carla, und wir sind keine Kinder. Aber wir haben Kinder. Ich habe Angst, dass wir zu viel falsch gemacht haben mit Gunther, mit Hagen. Ich habe plötzlich das Gefühl, dass ich sie beschützen muss. Und deshalb willst du von ihnen fort? Weil auch ich mich schützen muss. Hagen kommt. Hagen nehme ich selbstverständlich mit. Hagen. Ja. Schützen. 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 Schützen muss ich doch nur, wer angegriffen wird. Was tue ich dir, Carla? Was? Ich will dir was sagen. Ihr habt mich alle belogen. Du, Gunther, Lasker, alle. Ich hätte Grund, mich zu schützen. Vor euch. Ich hatte Grund, weit weg zu fahren. Ich und nicht du. Und wo willst du hin? Wahrscheinlich zu meiner Schwester. Willi?
und hast wieder Nichte. Ich weiß. Du hast ihn aufgegeben, endgültig. Ist es so? Du wolltest doch schlafen gehen. Er hat die Norm nicht erfüllt. Deine Norm. Hagen ist einfach begabter als er. Das ist die ganze Wahrheit. Und die Wahrheit, Carla, ist immer konkret. Wahrheit. Deine Wahrheit. Hagen ist begabter als Gunther. Na und? Gunther ist genauso unser Kind wie Hagen. Und wenn beide keine Note spielen könnten, sie sind unsere Kinder. Und wir haben die Pflicht, sie zu lieben. Genau das haben wir immer getan. Nein, Willi, wir lieben sie nicht. Wir lieben sie nicht so, wie sie sind, ihre Fehler, ihre Schwächen. Wir lieben es, wenn sie erfolgreich sind. Das ist ein großer Unterschied. Und es ist noch schlimmer, Willi. Du liebst ihren Erfolg. Du liebst ihren Erfolg, der deiner sein sollte. Das ist auch Wahrheit. Es ist gut, Carla. Alles ist gut. Gleich. Willi, Willi, gib das Zeug her! Gib das Zeug her! Spuck aus! Spuck aus! Spuck das Zeug aus! Du sollst es ausspucken, Willi, mach das nicht! Willi, du sollst das nicht machen! Aus dem kriminaltechnischen Untersuchungsbericht. Der Tod von Carla P. trat zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr ein. Willi P. gab zu Protokoll, dass er nach dem Sturz seiner Frau alle restlichen Schlaftabletten zu sich genommen und sich anschließend an die Seite der Sterbenden gelegt habe. Erst in den späten Vormittagsstunden des darauffolgenden Tages sei er durch Hagen P. geweckt worden.